So, wie ihr sehen könnt, gibt es heute die Review oder eine Review der etwas anderen Art und Weise. Das erste Mal ein Stieleis und dass das ein Oreo-Eis sein wird, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich das tatsächlich auch noch nicht probiert habe. Ich habe gedacht, vielleicht nehme ich ja ein Eis, was ich schon gut kenne, wo ich sagen kann, das ist gut und zeige es euch, aber nein, ich probiere was Neues aus. Und das ist, wie ihr schon sehen könnt, Oreo-Stieleis. Ich glaube, es gibt es schon eine ganze Weile, ich habe es aber trotzdem irgendwie jetzt gerade erst entdeckt und bin deswegen umso gespannter, wie das jetzt sein wird. Ihr seht hier schon, es ist eine schwarze Schicht außenrum und innen weiße Creme. Was genau es ist, weiß ich noch nicht. Und es sieht auch nicht aus wie so ein normales Eis, das man im Einzelhandel findet. Das, also ich habe es bei Kaufland auch einzeln gekauft, aber an sich gibt es das immer nur in so Vierer- oder Fünfer-Packs. Und es ist der erste Laden, wo ich es einzeln entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Fehler war, weil da jemand das Päckchen aufgerissen hat, aber es ging auf jeden Fall normal abzurechnen. Wenn ihr das wisst, ob man das auch noch woanders einzeln bekommt, dann sagt Bescheid, weil falls es lecker ist, würde ich es gerne nochmal holen. So, und jetzt, wie ihr sehen könnt, mache ich es schon auf. Vielleicht schauen wir vorher noch mal ganz kurz auf die Nährwerte, falls wir die erkennen können. So, da sind sie. Pro Portion haben wir 220 Kalorien, knapp 13 Gramm Fett, 23,9 Gramm Kohlenhydrate und 1,8 Gramm Eiweiß. Wir haben 110 Milliliter und 65 Gramm. Also diese Vanille-Eiscreme ist jetzt auch nicht eine super Dichte, um auf dieses alte Thema wieder zurückzukommen. Und wir haben Eis mit Sahnegeschmack, alles klar, nicht Vanillegeschmack. Also wie in den Oreo-Keksen mit Kakao-Keksstückchen. Okay, die Beschreibung finde ich ein bisschen komisch. Ich blende euch da eventuell auch nochmal was ein. Müsst ihr mal schauen. Ansonsten haben wir da Zucker drin. Spuren von verschiedenen Nüssen. Und noch einige Zusatzstoffe, Aroma, auch hier zum Beispiel Vanillearoma, Vanillin, ja okay. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, das sollte auch nicht weiter antauen. Und das ist das Eis. So sieht's aus. Und jetzt bin ich doch sehr gespannt. Das hier außen sieht nach einer sehr rauen Schokolade aus, seht ihr das? Das ist nicht so wie bei einem Magnum, sowas ganz Glattes. Fühlt sich auch eher rau an. Wie das Oreo-Kekszeug. Da sind ganz viele Krümel. Ich schätze mal, das sind Keksstückchen. Ich habe echt nur Gutes von dem Eis gehört. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was das jetzt gibt. Ich tue das hier mal zur Seite, dass das Eis besser fokussiert. Jetzt werde ich einfach mal reinbeißen. Es ist richtig verdammt lecker. Ich freue mich gerade total. Ich liebe Stieleis. Ich habe das ein bisschen vergessen. Das sieht schon mal richtig schön aus. Es ist eine sehr, sehr weiche Creme in. Die ist mir fast schon zu weich, zu fluffig. Das Krasse ist das Zeug drumherum. Das ist einfach, ja, wie ein Oreo-Keks. Das ist keine Schokolade, sondern scheint eine Schicht zu sein. Ich versuche euch das mal irgendwie zu zeigen. Deswegen wackele ich hier so rum. Die wirklich eigentlich nur aus Keksen besteht. Das ist eine super schokoladige Keksschicht und keine Schokolade außenrum. Und das ist aber super positiv. Total lecker. Ich versuche euch mal ein bisschen was von dieser Schicht irgendwie zu zeigen. Noch ein bisschen besser. Man erkennt es leider nicht, dass es wirklich nicht richtig Schokolade ist. Es ist natürlich ganz viel Schokolade drin, aber von der Konsistenz her ist es wirklich mehr Keks. Ein leichter Keks, aber sehr lecker. Und das innen drin, in der Eiscreme, also kleine Keksstückchen auch nochmal. Ganz kleine, dieses gepunktete. So, mehr gibt es da nicht zu zeigen. Ich werde es jetzt genießen, bevor es mir hier komplett wegschmilzt. Und ich bin super begeistert. Das Eis wird auf jeden Fall nochmal golden, vielleicht doch im Vierer- oder Fünfer-Pack. Wenn ihr das mal probiert habt, sagt mir bitte mal, wie das geschmeckt hat. Und ich habe gesehen, es gibt davon auch noch eins in der Waffel. Ich mag Waffeleis, also diese wie diese Cornetto-Dinger, fast noch lieber als Stieleis. Also wenn ihr das probiert habt, bitte sagt mir mal, wie das ist. Und wenn ihr beide probiert habt, wie das im Vergleich hierzu ist. Und dann gibt es noch sowas wie das Ben & Jerry's Switch, also dieses Keks, Eis und Keks, Sandwich-Ding. Das würde mich auch interessieren, wie das schmeckt. Das schmeckt wahrscheinlich wirklich einfach nur wie ein kalter Oreo. Vielleicht review ich die hier auch mal. Wenn ihr das haben wollt, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, dann seht ihr das auf jeden Fall, wenn das kommt. Und ja, jetzt höre ich auf, hier mit dem Eis rumzuwackeln. Genießt es und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss!